Ja, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Foggy in Bresi. Hannes, danke, dass du wieder Zeit nimmst für uns. Hannes, gehen wir gleich in Medias Res, damit es nicht allzu lang dauert. Ja, danke, gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Mittlerweile nach in Österreich kommen wir ja nochmal etwas dreimal macht. Das ist schon Tradition, ich glaube, dreimal haben wir schon geschafft. Okay, ja, das haben wir locker geschafft. Schauen wir kurz in die kürzere Vergangenheit. Sportlich Spiel in Moorhofen. Es gibt nicht viel unnötigere Niederlagen als wie die, oder? Ja, die war also wirklich komplett unnötig. Ich meine, wir haben zuerst mal darüber geredet, wir haben uns auch die Videos angeschaut von unseren Chancen und den Gegentoren. Es ist halt bitter, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, wenn du wirklich als bessere Mannschaft mit 4.000 oder 5.000er dann dort in Meierhofen verlierst. Also ich bin wirklich nicht enttäuscht, sondern eigentlich angefressen heimgefahren und habe dann also von Samstag auf Sonntag nicht so geschlafen, weil mir das einfach auch wumm, weil es einfach so unnötig war, weil man jetzt in einem guten Flow drinnen war und die drei Punkte hätte ich gerne mitgenommen, weil wenn man sich die Tabelle anschaut, wir waren glaube ich Dritter oder Vierter, wenn man einen Dreier gemacht hätte, aber gut, so sind wir jetzt halt wieder bei 36 Punkten und ja, jetzt muss man halt die nächste Runde zu Hause gegen Oberbeerfuß und dann gleich am Dienstag auswärts gegen Völs muss man halt wahrscheinlich 6 Punkte machen, aber wie gesagt, es sind noch 6 Spiele und eigentlich ist jetzt wirklich jedes Spiel ein Spiel. Sehr bitter, der Schaber Alex ist ja verletzt ausgeschieden. Man hat befürchtet, ein Kreuzbandriss. Warst du schon näher als? Ich habe gerade vor einer Stunde mit ihm telefoniert, weil er nochmal in der Klinik war. Also er ist gleich nach dem Match in die Klinik gefahren, jetzt nochmal. Also Kreuzbandriss kann man derzeit fast zu 100% ausschließen. Es ist wahrscheinlich die Kniescheibe rausgesprungen, also luxiert sozusagen, eine Kniescheibenluxation. Aber so oder so, also die frühe Saison ist für den Alex leider beendet, was natürlich schon wehtut, weil er ja gut in Form war und da wirklich ein Torgarant war. Aber wir haben einen großen Kader, jetzt müssen es halt andere richten. So einfach ist das im Fußball natürlich von meiner Stelle von hier aus auch dem Alex Schaber eine gute Besserung und ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder am Tivoli. Auch von unserer Seite natürlich, Alex, wie was du schaust, zusammen. Gute Besserung, Kim stärker zurück. Ja. Einige Zeit ist vergangen zu unserer letzten Ausgabe und da zwischendrin hat sich wieder sehr, sehr, sehr viel getan. Einerseits sportlich, wir haben ein neues Trainerteam. Andererseits aber vor allem natürlich die Causa Prima mit der Kooperation, mit der Partnership mit dem LAFC. Ganz, ganz viele Fragen sind da natürlich dazu gekommen. Jetzt weniger das Trainerteam, aber lass uns kurz darüber reden. Es scheint so zu sein, als hätte man einen gewissen Trainereffekt, der ist nicht weg zu diskutieren. Also primär ist es ja nie fein, sich von einem Trainer zu trennen, aber ich meine, wenn man sich halt den Start angeschaut hat, man also Start in den Kämmerten mit einer Niederlage, dann macht man gegen den damaligen Tabellenletzten Kirch zu Hause nur einen Punkt, dann fahrt man nach Mils, kriegst 4-1, dann kommt Epps, verliert man wieder und dann muss man halt einfach mal eine Entscheidung treffen und irgendwo ein Signal setzen und haben uns einfach dann im Vorstand entschieden, sozusagen einen neuen Trainer oder ein neues Trainer-Duo zu suchen. Das ist sich für das Cup-Match in Fügen nicht ganz ausgegangen, da hat der Fabi Lanschner die Mannschaft betreut und dann haben wir halt das ein oder andere Gespräch geführt, federführend der Jakob Griesebner. Und irgendwie, nachdem wir ja auch den Sebi Siller da in Fügen spielen gesehen haben, die Bust haben, der hat eine wackere Vergangenheit und wir wollten eigentlich schon eine Lösung, eine Trainerlösung, A, der die Liga kennt, B, der vielleicht wacker kennt, weil es einfach ein Vorteil ist. Und so sind wir dann eigentlich auf den Sebi Siller gekommen und auf den Fabi Lanschner. Und ich glaube, man hat es dann schon gesehen, es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und das war ja bis auf den, hoffentlich bleibst dabei, Ausrutscher in Meierhofen waren es ja 4 Spiele, 10 Punkte und auch das ganze rundherum, also es war ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung zu verspüren, vielleicht auch aufgrund der sehr konstruktiven Generalversammlung, die wir gehabt haben, weil alles ein bisschen zusammenspielen, dann haben die Damen aus der Wien geschlagen, also es war alles irgendwie, die zweite Mannschaft hat auch gewonnen an dem Buch, also es hat alles irgendwie zusammengepasst und ich hoffe, wir nehmen die Aufbruchsstimmung sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich, die ja genauso wichtig ist, mit. Und wie gesagt, da bin ich dann eh schon beim Thema sozusagen Generalversammlung.
Ich meine, ich kann mich erinnern an Frag den Presi da im Dezember. Ich glaube, das war nach dem 3. Dezember, wo wir die UGV gehabt haben. Da haben wir ja so die Kreismitgliedschaft einmal abgeschafft bei 1.7.23. Und habe aber damals schon gesagt, um Wacker Innsbruck zu sanieren und vielleicht auch wieder zu stabilisieren und sportlich weiterzuentwickeln. Das heißt also, Ligen nach oben gehen wird es einen Partner brauchen, sonst werden wir das nicht schaffen. Und ja, und dann war es auch so. Und dann hat es also Gespräche gegeben mit LAFC, ich glaube, wir können das abkürzen, weil das haben wir das letzte Mal schon besprochen, die dann eigentlich in einem sehr eindrucksvollen Votum auf der Generalversammlung gemündet hat. Ich glaube, 98,4% für die Statutenänderung und ja 100% für den Einstieg eines strategischen Partners. Und wie gesagt, jetzt war die Generalversammlung und jetzt sind wir eigentlich schon im Vorbereiten für die kommende Saison. Budgets und so weiter sind gemacht, aber da gehen wir jetzt ums Details. Jetzt in 2 Wochen kümmern wir uns auch um die sportliche Ausrichtung. Also ist alles eigentlich gut im Laufen und der erste Eindruck ist sehr, sehr positiv. Also auch was die Zusammenarbeit betrifft, ist also eine regelmäßige, also regelmäßiger Austausch, regelmäßige Kommunikation, sicher 3 bis 4 Mal die Woche. Ja, da kommen eh noch viele Fragen dazu. Ist klar, du hast die Generalversammlung angesprochen und das ist eine Frage von Michael dahergekommen. Im Zuge dieser Generalversammlung ist auch publik geworden, dass der LAFC dem Michael Ponomarev, der davor als Investor bei uns aufgetreten ist, sozusagen ausgezahlt hat. Es hat relativ viele gewundert, weil man ja eigentlich gemeint hat, okay, er hat Forderungen an die GmbH und dann hat sich halt aber irgendwie doch herauskristallisiert, offensichtlich an den Verein. Wie ist das genau gewesen? Was war das? Das war vor meiner Zeit, aber Bruno Maif hat ja den Verein unterstützt, ja, und zwar war dieser Vertrag mit dem Konzern FC Wacker. Also Konzern sowohl GmbH als auch Verein. Ja, und schlussendlich ist halt da ein rechtskräftiges Urteil ergangen, dass der Verein also auch dem Bruno Maif ein Geld schuldet. Muss man aber dazu sagen, er hat das nie fällig gestellt, sondern hat ja den Club auch unterstützt in der schwierigen Zeit. Ja. Und dann, wo er also jetzt sozusagen das ins Finale kam mit LAFC, war den Amerikanern vollkommen klar, dass sie gesagt haben, okay, das schuldet man und Schulden bezahlt man. Und dann ist es verhandelt worden und sozusagen der Michael Ponomarev hat sein Investment wieder zurückbekommen. Okay, und das heißt, ohne böses Blut ist man auseinandergegangen? Das waren konstruktive Verhandlungen, kein böses Blut. Michael Bonmaier hat auch gesehen, dass also die Chance mit LAFC eine tolle ist. Er hat gesagt, ich habe den Verein gerne unterstützt. Er meldet sich ja noch mit WhatsApp, wie sie gespielt haben oder so. Also das ist konstruktiv auch vonstatten gegangen. Da sind so Verhandlungen nicht immer einfach, weil es auch immer ein bisschen Geld geht. Aber am Ende vom Tag war es eine konstruktive Lösung ohne böses Blut. Ja, dann gehen wir auf diese Chance LAFC ein. Ganz, ganz viele Fragen sind natürlich gekommen. Die erste Frage, die alle gestellt haben, war, ja, warum wir? Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären, wenn man sich mehrere Ebenen anschaut. Also erstens, LAFC hat Interesse an einem Traditionsclub. LAFC hat natürlich gesagt, na okay, wo ist die Infrastruktur hervorragend, ja, wo ist immer ein Verein da, der Potenzial hat, im sportlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich, im Marketing- und Merchandising-Bereich. Und dann kommt man, da muss man jetzt kein Nobelpreisträger sein, da kann man relativ schnell auf Wacker kommen. Und wenn ich mir halt jetzt sozusagen die Landkarte, die Fußball-Landkarte in Österreich anschaue, es ist ja zwischen Lustenau, Altach und dann Salzburg, ist halt ein paar hundert, also um 200 Kilometer ein Loch, ja. Und ich meine, Innsbruck ist eine Universitätsstadt, Innsbruck hat eine gute Größe, ja, ist doch eine größere Stadt in Österreich, hat eine hervorragende Klinik, hat einen Flughafen, hat eine super infrastrukturelle Anbindung und natürlich eben einen Traditionsverein, wie es ihn wahrscheinlich selten in Europa gibt. Ja. Und warum vielleicht nach Österreich? Das ist auch relativ einfach zu beantworten. Wir haben eine 12er-Liga mit einem sehr guten Niveau und wenn ich mir heute anschaue, Mannschaften wie Red Bull, Sturm, Rapid, Austria vielleicht derzeit ein bisschen weniger, LASK
spielen ja auch international recht ansehnlich mit. Ja, und man hat eigentlich in Österreich aufgrund des derzeit guten UEFA-Koeffizienten, also im UEFA-Ranking sind wir relativ weit vorne, hast du also eine gute Chance zum Beispiel, wenn du das 5., 6., 7. wirst in der Liga, dass du dennoch international spielen kannst. Und das natürlich jetzt für einen internationalen Partner im LAFC natürlich schon ein Ansporn, dass sie jungen Talenten also eine nationale Plattform bieten kann, aber dann pro futuro, wenn ich rede jetzt wirklich pro futuro, ich hoffe, es erkläre mir niemand für verrückt, aber die Ziele sind schon relativ klar. Man will Innsbruck mittelfristig in die Bundesliga bringen. Und dann haben natürlich der junge Talente eine gute Plattform. Die können sich in Innsbruck entwickeln, seien es junge Amerikaner, seien es sonst junge Spieler. Und dann natürlich, man sieht es ja, wenn man sich Sturm Graz das anschaut, was da für eine Entwicklung das nehmen kann. Und man kann die Sturm Graz schon ein bisschen als Vorbild nehmen. Ich habe gerade heute gelesen, mittlerweile sind sie, glaube ich, bei 7.000 Mitgliedern. Und das ist für einen Verein eine stolze Summe. Also das darf ich brutal freuen, wenn also die Mitgliederzahlen auch wieder anwachsen. Also es hätte sehr viel für den FC Wacker Innsbruck vor einem Jahr gesprochen, sozusagen, oder vor eineinhalb Jahr. Jetzt sind wir in den Niederungen des Tiroler Unterhauses. Ja, aber ich glaube, Wacker Innsbruck hat einfach Charme, ich sage mal, ist sexy und ich meine, die Fanbasis ist genauso da in der Amateurliga wie in der Profiliga. Der Traditionsverein ist genauso da in der Amateurliga wie in der Profiliga. Ich sage, der einzige Unterschied ist sozusagen das Spielniveau. Aber das kann man sich erarbeiten, dass man wieder auf ein höheres Spielniveau kommt. Und ich glaube, deshalb ist es gar nicht so unlogisch, wie viele glauben, dass LAFC auf Wacker Innsbruck kommt. Aber natürlich, ich bin sehr glücklich mit dieser Kooperation. Ich glaube, es gibt viele Fußballvereine in Europa, die uns um diese Kooperation und diese Partnerschaft beneiden. Aber Wacker Innsbruck hat es gemacht, nicht weil der Hannes Rauch das so gut gemacht hat, sondern eben, weil Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck ist. Sie haben ja aktiv gesucht, vorwiegend in Österreich, und wir sind ja auch bei anderen Vereinen vorstellig geworden. Was glaubst du, warum ausgerechnet wir da zum Zug kommen sein und nicht die anderen, die aktuell schon in der Bundesliga sind? Also, in der Bundesliga hat man sich, glaube ich, gar nicht so sehr damit befasst. Ja, man hört von einem Verein, aber ich sage, am Ende vom Tag ist das vollkommen egal. Weil am Ende vom Tag ist immer der sozusagen auf der Butterseite, der Ventil macht. Und offenbar ist war gerade aktiv, offenbar haben wir auch ganz gut verhandelt. Ja, und dann ist es halt zu der Partnerschaft gekommen. Mich freut es, weil sie einfach den Verein sein lassen wollen. Ja, die haben also genau gewusst, das ist ein Mitgliederverein, ja, das ist ein lebhafter Verein. Aber ich glaube, das ist ja gar spannend. Ich meine, irgendein Retortenverein, den können wir drei heute auch gründen. Und wenn wir Geld haben, spielen wir wahrscheinlich ein paar Jahre Bundesliga. Aber ob das die Emotion ist, und Fußball lebt ja von der Emotion. Also ich glaube, also ich persönlich, wenn ich Geld hätte, hätte ich mir wahrscheinlich auch keinen Spaß tun. Das soll eine Win-Win-Situation sein. Wie schaut die Win-Win-Situation für den LAFC aus? Und wie schaut er für uns aus? Also ich glaube, in der derzeitigen Phase ist es natürlich ein bisschen ungleich verteilt. Da sind also derzeit sicher mehr wir auf der Wien-Seite, ja, weil sie uns einfach wirtschaftlich unter die Arme greifen, uns bei der Entschuldung geholfen haben und helfen werden. Und natürlich auch in gewissen Bereichen, die sind ein hervorragend geführter Profiverein, ein gewisses Know-how haben. Ja. Und deshalb wird das in den nächsten Jahren sozusagen sicher Wacker der Profiteur sein. Aber natürlich in Zukunft, wenn man im Profifußball spielt, nicht, und Wacker Innsbruck dann auch gute Spiele entwickelt, dann können natürlich beide Seiten davon profitieren. Aber das ist LAFC komplett bewusst, dass also jetzt gerade die erste Zeit einfach auf der Arbeit geleistet werden muss. Aber es ist eben ein gutes Fundament da, weil wir immer ein Traditionsverein sind und nicht irgendein Totenclub, den man aus einer Bierlaune heraus gründet, sondern uns gibt es eben seit 1913 in verschiedenen Konstellationen, aber es gibt uns. Spielentwicklung, das ist was der FC Wacker Innsbruck kann, auch wenn das ganz, ganz viele nicht auf der Reihe haben. Aber ich habe jetzt gerade wieder mal nachgeschaut. Der FC Wacker Innsbruck hat es geschafft, seit 2010 50 Tiroler Spieler, sage ich jetzt einmal, tatsächlich Tiroler Spieler in den Profibereich zu bringen. Wie soll denn das in Zukunft ausschauen mit dem eigenen Nachwuchs? Also ich glaube, jetzt müssen wir wirklich gendern, ich korrigiere die ungern, aber auch im Damenbereich haben wir hervorragende Spielerinnen hervorgebracht, ja, also das darf man auch nie vergessen. Die leider noch nicht Profi genau, sein können in Österreich. Genau, es sind Nationalspielerinnen dabei, ja, es sind Spielerinnen, die in der deutschen Bundesliga spielen dabei und so weiter und so fort. Also ich glaube, man sieht schon, dass man sowohl im Damenbereich wie im Herrenbereich, wie einfach das Potenzial haben,
Spieler zu entwickeln, die dann auch tolle Karrieren machen. Und ich glaube, genau das Gleiche kann man jetzt wieder machen. Ich meine, es war natürlich am Anfang von der Saison, also ich rede jetzt da von Juni, Juli 22, war es halt etwas schwierig. Ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn man nicht weiß, überlebt der Verein, ja oder nein, gehe halt vielleicht doch zu einem anderen Verein. Aber wir sehen jetzt schon in den letzten Wochen und Monaten drei Dinge, nämlich dass viel mehr E-Mails kommen. Erstens Anfragen auf junge Burschen und Mädchen, wir würden gern zum Club kommen und bei euch Fußball spielen, was auch interessant ist. Gerade viele so Kleinsponsoren melden sich, ja, jetzt sehen wir, das geht wieder in eine geordnete Bahn, wir würden gerne eine kleine Sponsoring machen. Also das nimmt alles zu und ich glaube, das zeigt, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Auch die Zuschauerzahlen aus meiner Sicht, also das Derby gegen den IAC, war aus meiner Sicht das bestbesuchteste Spiel in der Saison, aber wir waren kein Spiel unter 1000 Zuschauer. Und ja, da würde sich so mancher Zweitligist oder auch Erstligist, ja, die Zahlen würden manche gerne haben. Der Benny Tran, also der Vizepräsident vom LAFC, der jetzt zweimal oder schon öfter da gewesen ist in der Vergangenheit und unter anderem eben auch bei der Generalversammlung, hat angekündigt, dass man ja einen professionellen Geschäftsführer, wie auch immer man ihn nennen will, oder Berater irgendwie in den Verein bringen will. Wie weit ist man denn da schon? Also ich habe es ja auf der Generalversammlung kurz gesagt, derzeit laufen gerade die Planungen bzw. die Vorbereitungsarbeiten für die Gründungen von zwei GmbHs, nämlich eine, die klassische, ich nenne es jetzt einmal Sport GmbH, wie es also alle Fußballvereine haben, die ausgliedern, aber natürlich die Amerikaner sagen eine zweite GmbH. Der Profibereich. Genau, der Profibereich, also Profi Bucher, ja. Jetzt spielen wir ja klassischen Amateurfußball, aber. Und der zweite Bereich ist eben eine Marketing GmbH, wo also die Marketingaktivitäten drüber laufen sollen. Wir haben uns einfach gemeinsam entschieden, also wir schaffen einfach jetzt die Strukturen, wie sozusagen nicht der Verein, weil der Verein bleibt ja eigenständig, aber wie sozusagen Fußballsport in Innsbruck wieder groß werden kann. Und deshalb machen wir es jetzt gleich und mit der Struktur will man dann auch die nächsten Jahre fortfahren. Das will man jetzt, diese GmbHs will man jetzt demnächst gleich gründen? Genau, also das sind jetzt gerade die Vorbereitungsarbeiten, ist natürlich auch ein bisschen ein juristischer Aufwand, ein bisschen ein steuerrechtlicher Aufwand, aber da haben wir ja mit dem Christian Seiwald, der das alles ehrenamtlich macht, einen vorrangigen Steuerberater an unserer Seite. Ich gehe mal davon aus, dass wir das zum Saisonbeginn bereits haben, also Saisonbeginn 23 bereits die Struktur haben werden. Wie wir sie dann nützen, das muss man sich anschauen, aber es geht einfach darum, die Strukturen zu schaffen. Und da bin ich schon beim nächsten. Logischerweise, wenn ihr so GmbH habt, schreibt ja das Gesetz vor, dass ich einen Geschäftsführer brauche. Und es werden also schon Geschäftsführer sein, die natürlich, ich sage mal, ein kleines Gehalt natürlich beziehen werden, logischerweise. Sonst kann ich ja gar nicht Geschäftsführer von einer GmbH werden. Du hast jetzt schon viel pro Futuro geredet, es sind auch sehr, sehr viele Fragen zu uns kommen, die, ja, da muss man ja offen und ehrlich sein, die den dritten, vierten, fünften Schritt vielleicht erst betreffen, unter anderem der Dominik fragt da, weil sie gerade ein bisschen einpasst, ja, wann wird es denn das erste Freundschaftsspiel geben zwischen dem LAFC und dem FC Orkenschen? Also wir haben tatsächlich schon drüber gesprochen, ja. Es wird da also einen Austausch geben. Wann das erste Freundschaftsspiel stattfinden wird, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, viel konkreter wird es vielleicht einmal sein, dass der eine oder andere Trainer vielleicht mal hospitieren gehen kann nach Los Angeles. Oder Los Angeles FC hat ja auch ein großes Netzwerk in Europa, dass wir das einmal machen. Ich meine, ein Freundschaftsspiel in Los Angeles ist sicher schön, aber auch mit Kosten verbunden. Also nur weil wir jetzt sozusagen einen strategischen Partner, einen Investor haben, ist bei uns sozusagen, also das gehört auch nicht abgeschafft, sondern wir wirtschaften wie jeder Haushalt. Wir versuchen einfach nur das Geld auszugeben, das wir auch einnehmen. Und ich glaube, mit dem sind wir in die letzten Monate ganz gut gefahren. Und ich glaube, das wird auch, also zumindest meine Philosophie für die nächsten Jahre sein, weil man kann auch einen Fußballverein mit einer schwarzen Null führen. Also das beweisen viele Vereine in Tirol. Die Verlockungen sind natürlich groß, dass man sozusagen ab und zu einmal also das wirtschaftliche über Bord wirft, aber das wird es mit mir nicht geben, das habe ich immer gesagt. Und LAFC ist für das auch nicht zu haben, sondern ich meine, da wird einfach budgetär seriös geplant. Ja, und am Ende vom Jahr gibt es dann einfach kein Minus. Der Johannes fragt da,
Wir sind jetzt mit dem Deal finanziell über dem Berg. Ja, das kann man relativ kurz beantworten. Wir haben also das wirklich so ausgestaltet, und ich meine, das macht ja auch für LFG noch sinnig, wenn wir finanziell über den Berg sind, weil sonst kann ich ja nicht in die Zukunft investieren, wenn ich die Vergangenheit noch nicht bewältigt habe. Und das ist alles positiv, am Laufen. Und wie gesagt, die Partnerschaft mit LFG ist auf mehrere Jahre angelegt, und Benny Dran hat es eh so nett gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben, und ich glaube, das symbolisiert das ganze Engagement von LFC beim FC Wacker am besten. Der Christian fragt, glaube ich, passt jetzt ganz kurz dazu, gibt es noch irgendwelche Szenarien, die die Partnerschaft mit dem LFC gefährden können? Ja, das ist wie eine Ehe. Beim Heiraten denkt man auch, dass man ewig zusammenbleibt. Eine hundertprozentige Sicherheit im Leben hast du nie. Aber ich wüsste jetzt derzeit keinen Grund, warum die Partnerschaft nicht funktionieren soll. Aber man muss immer wissen, ja, es kann immer was daneben gehen im Leben. Ich bin mir da jetzt sehr, sehr sicher, dass es funktioniert, weil wir uns jetzt ja wirklich schon seit Dezember beschnuppern. Es hat alles, was ausgemacht ist, wurde eingehalten von beiden Seiten. Also ich glaube, dass es einfach eine gute Partnerschaft wird. Aber wie gesagt, im Leben hat man weder beruflich noch privat eine hundertprozentige Sicherheit, wird es nie geben. Aber ich glaube, es ist seit langem die beste und eigentlich derzeit die perfekte Lösung für Wacker Innsbruck. Diese Forderungen, die da medial über die Kronenzeitung verbreitet worden sind, diese Forderung von 5,1 Millionen, die der Masseverwalter der in Konkurs befindlichen Wacker Innsbruck GmbH da im Raum stehen, ist das ein Problem oder was kann man dazu sagen? Also wir haben einen komplett konträren Rechtsstandpunkt, nämlich nicht, dass die GmbH vom Verein was zu fordern hat, sondern dass eigentlich der Verein gegenüber der GmbH eine Forderung in der Höhe von 1,3 Millionen Euro hat. Das ist erstens auch bestätigt durch einen Wirtschaftsprüfungsbericht, und zwar jener mit Bilanzabschluss 31.12.22, wo also schon drin gestanden ist, 800.000, und der Christian Seiler und sein Team haben also das weitergerechnet. Ende vom Tag fordern wir von der GmbH 1,3 Millionen, die sind auch jetzt angemeldet worden beim Konkursgericht, und das ist unser Rechtsstandpunkt, und ich glaube, dass unser Rechtsstandpunkt ein guter ist. Mhm. Kannst du uns erklären, wie man auf 5,1 Millionen kommt? Man kann es eigentlich nicht erklären, also ich habe jetzt da natürlich nicht Akteneinsicht. Ja. Für uns ist es nicht logisch nachvollziehbar, aber man, das ist halt so in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie, er kann jeder viel fordern, jeder viel behaupten, aber am Ende vom Tag, glaube ich, setzt sich dann schon die Wahrheit durch, und auch der richtige Rechtsstandpunkt tut. Da habe ich also wirklich Vertrauen in den Rechtsstaat, und also unsere Rechtsposition teilen sehr, sehr viele Juristen in dem Land, und da schlafe ich eigentlich relativ ruhig. Also ich kann die 5,1 Millionen nicht nachvollziehen. Wie auch viele nicht. Ja. Der LAFC ist ja natürlich auch nicht blauäugig in diese Sache gegangen und war darüber informiert. Sind ja auch Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen da gewesen von ihrer Seite. Wie beurteilen die das? Genau, also die Verhandlungen waren in allen Bereichen sehr transparent. Also wir haben auch, das musst du ja auch, wenn du auf Augenhöhe verhandelst und wenn du am Ende vom Tag ein positives Verhandlungsergebnis haben willst, musst du einfach ehrlich verhandeln und alles auf den Tisch legen. Selbstverständlich haben wir das auch auf den Tisch gelegt, und also wie gesagt, auch LFC sieht das gleich wie ich sehr, sehr gelassen. Also es geht im LFC vor allem um Spielentwicklung sozusagen, für sich und für eventuell andere höhere Interessenten, nennen wir es einmal so, Interessenten. Ja, immer wieder kommt jetzt auch die Frage um den Tiroler Nachwuchs. Man hat müssen die Scherben auffangen oder man hat die Scherben zusammengekratzt, sage ich mal, oder zusammengewischt, die im Sommer passiert sind. Der Nachwuchs präsentiert sich zumindest sportlich eigentlich ganz gut, aber man hat natürlich schon auch einige Probleme. Unter anderem, es kommen natürlich auch immer wieder Fragen, wie schaut es aus mit einem
im aktuellen Nachwuchskonzept, weil das, was man davor als Profiverein gehabt hat, das wird man jetzt wahrscheinlich nicht umsetzen können. Wir haben jetzt eine Arbeit, die gemeinsam mit unserer Nachwuchsleiter, aber sprechen das jetzt natürlich auch nochmal mit LFC, ob man die haben auch auf den ersten Blick ein sehr, sehr gutes Konzept natürlich und das wollen wir so verschmelzen und du brauchst ja in Zukunft auch Nachwuchskonzepte, wenn du also in die höheren Ligen gehst, musst du diese, glaube ich, auch beim ÖFB hinterlegen, also unabhängig von dem, ich glaube, Wacker Innsbruck hat hervorragende Jugendarbeit und die muss einfach dann auch konzeptiv erfasst werden, man sagt so schön, das ist eine Vereinsphilosophie, aber im Grunde ist es der richtige Weg, es ist eigentlich keine Vereinsphilosophie, sondern es ist eigentlich sozusagen, wie will ich spielen, ja. Aber natürlich auch sozusagen, wie bewegt man sich in unserer Gesellschaft? Ich glaube, das ist genauso wichtig. Ja. Ich meine, es wird nicht jeder von unseren knapp 200 Kinder wahrscheinlich ein Profifußballer. Aber es ist auch eine gute Lebensschule. Ich glaube, das alles in einem Guss soll dann ein Nachwuchskonzept ausreichen. Da geht es um den Breitensport und um den Spitzensport. Und ich glaube, das macht ja auch Wacker Innsbruck aus. Also wir wollen ja nicht nur Profis haben, sondern wir wollen ja ein Vereinsleben haben. Das ist für mich schon auch so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie sind wir da schön zusammengewachsen, natürlich auch in der Situation geschuldet. Amateurverein, wir haben gerade letzte Woche eine Vereinsbeile gehabt mit dem Ladner. Also wenn ich mal schaue, bei so einem Heimspiel sind sicher 20, 25 Leute ehrenamtlich für Wacker Innsbruck im Einsatz und da möchte ich mich an der Stelle nochmal bei allen, die da mithelfen, sei es bei der Damen-Bundesliga, sei es im Nachwuchs, sei es wenn die zweite spielt oder die erste Herren spielt, ja, ohne das würde es auch nicht funktionieren. Und sozusagen, das würde ich mir einfach auch gern beibehalten, auch wenn wir jetzt einen Investor haben. Und aber ich glaube, das macht gerade Wacker Innsbruck aus. Und also ich fühle mich mittlerweile einfach auch also da jetzt am Tivoli irgendwie zu Hause. Und ich glaube, es geht vielen so. Mal am Anfang war das natürlich alles ein bisschen turbulent, wo ich da Resident geworden bin. Ja. Aber mittlerweile freue ich mich auf die Heimspiele, freue ich mich auch auswärts. Einfach, mittlerweile sind ja wirklich gute Bekannte, ja, und einfach Leute, die man oft sieht. Ja, und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich Leute treffe. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Weg von Wacker Innsbruck, weil man eben ja, einfach ein Mitgliederverein sind und uns ja bewusst dazu entschieden haben, das zu bleiben. Und für mich das Positive, man kann auch ohne Kernmitglied verankert zu haben, offenbar strategische Partner und Investoren finden. Und das hat auch LFC bewusst in Kauf genommen und gesagt, nein, das macht euch ja gerade aus. Ja. Sozusagen nicht immer alles nur Mainstream, sondern dass es halt viele Leute gibt, die sich den Kopf über den Verein zerbrechen. Ja, und meistens ist dann wahrscheinlich, wenn viele Leute darüber nachdenken, kommt da viel Konstruktives. Und also ich fühle mich wohl, so wie wir es derzeit sagen, mit einem starken Mitgliederverein. Dass es dann hin und wieder mal eine Kritik gibt, die eh immer positiv formuliert ist. Ich glaube, das hilft und das befruchtet und das gehört auch zu Wacker Innsbruck dazu und weiß wirklich, mit Wacker Innsbruck und sehr langweilig. Weil du die Ehrenamtlichen angesprochen hast, sind auch wieder mehrere Fragen gekommen. Unter anderem, der Alex hätte ganz gerne dieses Thema ganz allgemein nochmal angesprochen gehabt, weil es hätte ja sollen eigentlich ein Vereinsamt geben zu dem Thema, der ja dann leider Gottes ins Wasser gefallen ist. Würdest du nochmal eine Initiative geben? Den werden wir sicher nachholen, der war also zwei Dinge geschuldet. Erstens, weil also der Simon da mal nicht die Zeit gehabt hat, Simon Riedmann, der das dann eigentlich übernommen hätte, sozusagen das zu koordinieren. Und dann natürlich sozusagen auch die intensiven Verhandlungen mit LAFC, die wirklich tagtäglich waren eigentlich seit Jänner. Und einfach dann, wie gesagt, der Tag noch 24 Stunden hat. Aber ich glaube, die meisten Leute melden sich wirklich beim Hirscher Matthias oder bei unseren Ehrenamtlichen. Also es melden sich ganz, ganz viele Leute, also auch ohne große dann Vereinsabend zu machen. Wenn jemand Interesse hat, kann sich bei mir auf den Bürgschwemper zum Beispiel melden, wenn es um die Damen geht oder auch beim Bayern Costa oder bei der Fanini, also die sind eigentlich eng abgestimmt und wir merken es, es werden eigentlich immer mehr und das macht auch Freude, also es ist jeder herzlich eingeladen mitzuarbeiten, ja, der andere hat vielleicht einmal eine halbe Stunde Zeit in der Woche, der andere kann vielleicht einmal einen ganzen Spieltag machen, einfach jeder im Bereich seines Möglichen und freut uns natürlich alle, wenn wir da auch so eine ehrenamtliche Bewegung zusammenbringen, die wir eigentlich jetzt schon sind, sonst würde das Werkele gar nicht laufen. Ich glaube, es hat sich auch
jemand, oder es würde sich jemand finden, der die Mitgliederagenten übernehmen würde, ehrenamtlich. Das ist ein bisschen stocken geraten, aber der Thomas macht uns darauf aufmerksam, dass offensichtlich aktuelle Anträge nicht bearbeitet werden. Also das Anträge? Anträge, ja, Mitgliederanträge, die offensichtlich liegen geblieben sein. Was mich jetzt wundert. Das muss ich, also kann ich jetzt nicht sagen, weil normal, also da sind unsere Leute eigentlich verlässlich. Also wenn E-Mails reinkommen, dann sie beantworten, aber das kann durchaus einmal passieren, dass da jetzt irgendeiner durchgeschluckt ist, dann tut es mir leid, wenn wir uns anschauen. Aber grundsätzlich, obwohl wir alle ehrenamtlich arbeiten, Fehler passieren, schauen wir uns an, aber grundsätzlich versuchen wir schon jedes Mail oder jeden neuen Eintritt in den Verein so schnell wie möglich zu beantworten. Aber wie gesagt, also wie man hundertprozentige Sicherheit nicht hat, hat man nicht immer hundertprozentige Richtigkeit. Also kann sein, wenn es so ist, kann ich mich nicht entschuldigen dafür. Mhm. Gehen wir nochmal nach dem Nachwuchsdruck, weil da gibt es noch zwei Themen, die man ansprechen sollte. Der ÖFB hat ja jetzt mittlerweile ermöglicht, eine zweite Akademieschiene sozusagen hinter den großen Akademien, die es so im Land gibt, noch eine zweite einzuziehen. Ist das was für uns interessant ist? Jetzt ist natürlich pro futura und wieder eine Frage, die der vierte, fünfte, sechste Schritt ist, natürlich. Aber kann man sich vorstellen, in diese Richtung einer eigenen Akademie hinzuarbeiten? Also ich glaube, es wäre, wenn sich der Verein wirklich so entwickelt, und wir jetzt Schritt für Schritt machen, dann ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass sich auch Innsbruck wieder mit dem Thema eigene Akademie beschäftigt. Und ich glaube, eine Akademie bei Wacker Innsbruck wäre auch ganz gut aufgehoben. Aber wie gesagt, das sind die nächsten Schritte, aber das haben wir natürlich auch mit LFC besprochen, weil die ja selber drüben eine sehr erfolgreiche Akademie haben. Also ich glaube, dass Wacker Innsbruck eigentlich für eine Akademie prädestiniert wäre. Da kann man dann auch mal mit dem Tiroler Fußballverband reden, aber wie gesagt, jetzt sollten wir unsere Hausaufgaben machen, weil eine Akademie braucht ja zwei Bereiche, also dass man sportlich gesettelt ist und natürlich dann auch wirtschaftlich gesettelt. Und ich glaube, da sind wir gut am Weg, aber ich glaube, dass das durchaus Sinn machen würde, sich mit dem Thema dann näher zu beschäftigen. Und infrastrukturell müsste man sich da auch was überlegen. Genau, da gehört ja mehr dazu. Also Geld allein spielt Gott sei Dank nicht Fußball, braucht man infrastrukturell was, braucht man natürlich auch im Personalbereich was. Aber grundsätzlich, also haben wir uns mit dem einmal sozusagen, ich sage mal, Vision ist vielleicht zu soft formuliert, aber es ist sicher ein Ziel, das wir auch gemeinsam mit unserem Partner definiert haben und besprechen werden. Aber natürlich, wie gesagt, alles zu seiner Zeit, weil ich glaube, ein gewisses Maß an Demut und Bescheidenheit tut uns ganz gut, weil wir werden eh schon von außen reingedrängt in die Bundesliga und das und das und das. Ja. Aber ich glaube, wir leben im Hier und Jetzt. Und hier und jetzt ist Oberbeifuss und Fels. Ja. Und ja, wirtschaftlich die Budgets für die nächste Saison machen. Aber natürlich soll es nicht verboten sein, sondern umgekehrt. Man muss natürlich einfach auch mittelfristig und längerfristig planen, weil ich meine, Wacker gibt es seit 110 Jahren. Und wenn man da immer nur kurzfristig geplant hätte, waren wir wahrscheinlich eigentlich 110 Jahre alt. Bleiben wir im Hier und Jetzt. Können wir zurück auf den Fußballplatz, wo es jetzt auch spielt. Natürlich hängt jede Frage immer irgendwie mit dem LAFC zusammen aktuell, das kannst du dir vorstellen, das ist ja eh klar. Der Matthias fragt da zum Beispiel, wie schaut es denn mit der aktuellen Mannschaft aus? Hat er mal folgende Idee gehabt, und das wärst du dann erklären und nicht ich. Weil ihm wäre vorgeschwebt, jetzt sind wir ja im Amateurfußball und jetzt leider Gottes hat sich der Schaber Alex sehr schwer verletzt. Ob es nicht möglich wäre, irgendwo ein, zwei Stürmer aufzutreiben für die letzten Spiele? Würde ich gerne machen, aber dem widerspricht natürlich das Regulativ des Tiroler Fußballverbandes, weil es gibt einfach immer im Amateurfußball zwei Transferperioden. Die andere ist meistens Mitte Jänner und die zweite Mitte Juli. Also gleich wie im Profifußball. Also eigentlich analog dem Profifußball, und deshalb kannst du also erst wieder im Juli neue Spieler holen. Aber wir haben ein Vertrauen in den bestehenden Kader, und ich bin mir sicher, dass die Mannschaft die Qualität hat, dass sie für den Alex nämlich jetzt die Tore macht. Und ja, zudem hat man ja einen Kader mit 220 Spielern, weil es können ja mal Sperren passieren, es kann einmal eine leichte Verletzung sein, weil der Alex ist jetzt ein bisschen was Ernsteres, aber das gehört leider zum Fußballsport dazu. Aber abschließend, wir können
keine neuen Stürmer verpflichten, selbst wenn wir jetzt ganz, ganz viel Geld hätten. Ja. Aber ja, da wäre ja die Idee gewesen, ob man nicht vielleicht irgendwo aus Übersee noch einen Spieler kriegen könnte. Na, da ist das. Aber ich glaube, das hat man vielleicht aber kann halt auch. Aber ich glaube, die Frage ist von einem sehr, gut, sehr jungen. Ja, aber passt gut, würde ich sofort machen, aber geht leider nicht. Nein, die Frage ist von einem sehr, sehr jungen Fan. Aber bringen wir uns natürlich auch vielleicht wieder einen Blick in die nähere Zukunft. Nächste Saison, aktuelle Mannschaft soll verstärkt werden, soll gehalten werden. Wie schauen da die Pläne aus? Du hast gesagt, in zwei Wochen sitzt man sich da zusammen. Genau, also im Grunde ist es ja so, also ich meine, im Fußballplan ist nicht immer schwierig. Ja. Also stand jetzt, wie die Mannschaft dann in zwei Monaten ausschaut, weil man vielleicht will einer gehen, will sie verändern. Aber ich sage mal, Ziel ist schon, also die Mannschaft so gut wie es geht zu halten. Und natürlich an der einen oder anderen Stelle einfach nur, weil der Kader nicht der größte ist, also schon etwas Qualität und auch Quantität hineinzubringen. Aber das wird sicher nichts Verrücktes werden mit 15 neuen Spielern, sondern wir suchen zielgerichtet an der oder der oder der Position. Das muss natürlich also zusammenpassen so mit dem Spielstil, den sich der Trainer vorstellt. Wir schauen uns regelmäßig um, natürlich auch am Tiroler Markt, weil wenn man, ich sage, der Kern der Mannschaft sollte, egal ob es Tiroler Liga wünschenswert wäre, in der Regionalliga Tirol natürlich schon als Tiroler bestehen, weil es gibt ja genug Talente in Tirol und gute Spieler. Ja. Und natürlich wird vielleicht auch der ein oder andere Legionär dazukommen, aber man, wenn man sich jetzt die Mannschaft anschaut in den letzten Wochen, da haben eigentlich viele mit Wacher gespielt. Also der Kohli, der Simon, beide. Und der Gabel, dann in der Verteidigung Bitucznik, dann haben wir gehabt den Rami Dekir, dann Alex Schaber, ist ja Tiroler, Schwaber, Außenverteidiger. Also da sind schon immer 6-7 Tiroler drinnen. Dann haben wir noch ein Trainer-Duo mit Wacker Vergangenheit oder Wacker Gegenwart. Also das ist schon auch wichtig, also diese Wacker DNA da auch wieder wachsen zu lassen. Natürlich gehört es zum Fußballgeschäft dazu. Wir sind jetzt nicht Athletik Bilbao, wo nur Basken spielen können. Also die Zeiten sind auch vorbei. Die Zeiten sind auch vorbei, ja. Sondern es muss einfach mit einem brennenden Herzen für Wacker spielen und dann passt es. Und ich glaube, das Gefühl habe ich jetzt bei der Mannschaft, dass sie für Wacker brennen. Aber das gehört halt auch zum Geschäft, dass es ab und an einfach Veränderungen gibt. Ja, wo da sind wir jetzt kein Sonderfall, sondern das ist halt bei allen Vereinen, sei es im Amateurbereich, aber auch im Profibereich. Und natürlich werden wir die Mannschaft verstärken. Der Manuel Focker, wer denn da aktuell für Scouting verantwortlich ist, aber ich denke, das macht alles der Jakob mit seinem Netzwerk. Genau, also jetzt war ich ewig Vereinspräsident, der Jakob kennt sich auch hervorragend aus. Also Jakob Griesek. Jakob Griesek, unser Sportvorstand, ja. Natürlich auch das Trainertour. Ja, dann haben wir ja sonst auch einen Trainerstab. Also das machen wir wirklich, wirklich selber. Wobei natürlich dazu kommt, aber das ist wahrscheinlich unserem Partner geschuldet. Es melden sich also auch sehr, sehr viele Spielerberater, die ab und zu auch interessante Vorschläge haben. Und da muss man halt dann sozusagen den Mix finden, was passt sportlich rein und was passt budgetär rein. Und dann am Ende vom Tag werden wir dann Mitte Juli sehen, wie die Mannschaft ausschaut. Und ich hoffe dann, dass wir nach Leipzig dann schon mit der bestehenden Mannschaft fahren. Mhm. Weil wir uns ja da dürfen wir ja eine Woche in Leipzig verbringen, auf die sind ja auch schon sehr frei. So sind wir normaler Auswahlspieler, wo es ein bisschen weiter weg geht. Also alle herzlich eingeladen, uns nach Leipzig zu begleiten. Ja, wenn du das schon ansprichst, Wacker goes international sozusagen. Man hat da ein Testspiel gegen Chemie Leipzig, auch einen großen Traditionsverein mit einer vielleicht sogar noch turbulenteren Geschichte, wie wir es haben. Geht das? Ab und an. Tatsächlich ab und an, ja, gibt es das tatsächlich auch noch, ja. Ja. Das. Obwohl wir natürlich sehr speziell sind. Aber kannst du ein bisschen schildern, wie das zustande kam? Ja, eigentlich, das war also eine Idee unserer Fans, ja, und vor allem also der Alex Balle, der da dahinter gestanden ist, der Ralle, wird nur mal ein paar Namen zu nennen, die einfach die Idee gehabt haben, es wäre einfach schön, also einfach auch wieder einen Austausch zu haben, da geht es ja auch wieder um Kommunikation und dann war die Idee mit Leipzig und ich finde die Idee super und wir als Vorstand haben ja
gar nicht viel dafür können. Die Idee ist von den Fans gekommen und wir haben gesagt, logisch, wir machen das gern. Erstens macht es, glaube ich, sportlich keinen Sinn. Die spielen ja auch Regionalliga, also das ist jetzt auch nicht die schlechteste Liga in Deutschland. Ja. Es gibt eine Fanfreundschaft, ja. Es ist auch ein Traditionsclub. Also ich freue mich einfach auf das Wochenende und hoffe auf ein lässiges Spiel. Und was man hört, sollen ja da einige Zuschauer in das Stadion kommen. Übrigens ein lässiges Stadion, kann man googeln. Ja. Nur so für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die vielleicht ja, da nicht so ganz informiert sind, aber sowohl Chemie Leipzig als auch Wacker Innsbruck-Fans haben Fanfreundschaften mit Frankfurt. Und über diese Schiene hat man sich da kennengelernt und das ist diese Idee geboren worden. Genau, und wir haben ja auch noch, ich würde auch gerne mal nach Obermais fahren, nach Südtirol. Weil ich muss mal schauen, natürlich. Jetzt, wo wir einen Spieler von Ihnen haben. Eben, Stefano, spielt ja bei uns Stefano Gallo. Und wie gesagt, ich glaube, das gehört einfach zum Fußball auch dazu. Mhm. Ja, überhaupt, wenn man also solche Fans hat wie mir, ja, und dann finde ich das super. Und bevor man ein virtuelles Europacup-Spiel verkauft, fahre ich dann lieber zu einem reellen Spiel nach Leipzig. Wobei das auch sehr erfolgreich war. War eine super Geschichte, aber. Wie treu unsere Fans dem Verein gegenüber sind. Genau. Aber jetzt freue ich mich und möchte mich auch bedanken nochmal für die Organisation. Weil es ist jetzt nicht so wenig Arbeit, sowas zu organisieren. Kommen wir zu einem wirklich erfreulichen Thema. Etwas, was jetzt so in den letzten zwei Wochen, ja, was sich niemand erwartet hätte. Damen, ja, unsere Wacker-Frauen, unfassbar, ja, was sie da abgeliefert haben, ja, gegen Austria Wien. Ja, Wahnsinn. War ein Nervenklima, oder? Ich weiß nicht, wer dort war, weil ich war ja wirklich, hab mich gefreut, wirklich viele dort. Ich glaube, das war auch gut, dass wir da so eine Doppelveranstaltung gehabt haben mit den Damen und mit der ersten Herrenmannschaft. Mhm. Und eigentlich gut gespielt, dann irgendwie doch einzeln in den Rückstand und dann traf man das Spiel halt in die letzten 5-6 Minuten. Ich meine, von dem leckt halt einfach Fußball. Und mir sind wir für unsere Mädel brutal gefreut, weil sie wirklich brutal trainieren. Der Tom Meier da mit Engagement dahinter ist. Und ich meine, das ist wirklich bei uns derzeit purer Amateurfußballer, da gehört keiner an Cent. Ja. Und deshalb noch mehr den Hut ab. Und man darf nicht vergessen, sie haben ja auch das Wochenende auch einen Punkt gemacht gegen Bergheim. Muss man wissen, Bergheim ist ja in Zukunft sozusagen die Damenabteilung von Red Bull. Also die haben jetzt aus den letzten beiden Spielen 4 Punkte gemacht und wir sind jetzt ein Stück weg vom Abstiegsplatz. Ja. Also ja, was will man mehr? Also das hat mich jetzt einfach schon riesig gefreut, weil ich muss auch selber zugeben, in den letzten Wochen und Monaten ist oft in meinem Fokus einfach die Sportliche in den Hintergrund durch, dass ich mich gar nicht über sportliche Erfolge freien habe können, über Niederlage mal ärgern, weil man einfach so viele andere Sachen im Kopf gehabt hat. Und ja, ich finde, das war einfach ein genialer Sonntag, war es, glaube ich, sozusagen 2 Spiele, 6 Punkte und natürlich von der Dramatik her natürlich nochmal sehen, sondern wenn man weiß, Austria Wien hat ja wirklich eine gute Damenmannschaft. Also, und da haben sie einfach toll dagegen gehalten und da sieht man, wenn man kämpft, was man im Fußball alles machen kann. Ja. Das ist auch die Hoffnung für unsere Herren Tiroler Liga-Mannschaft. Kann man in Zukunft öfter solche Doppelveranstaltungen machen? Also mir hat es eigentlich gut gefallen, ja. Man hängt natürlich einmal ein bisschen an unserem Vermieter, an der Olympia-World. Ich würde mir einfach wünschen, das ist eine Kostenfrage, aber ich hätte einfach gerne mal, dass die Damen auch im Stadion spielen. Wir haben jetzt eventuell sogar die Möglichkeit, aber es ist ganz, ganz frisch, müssen wir jetzt schauen, ob das Stadion frei ist und so weiter. Ich glaube, am 18. August ein Testspiel gegen die Damen von Borussia Dortmund zu machen. Mhm. Das wäre zum Beispiel für mich einfach ein tolles Highlight für die Mädchen, wenn wir, die sind glaube ich derzeit in der zweiten deutschen Liga, aber sind glaube ich beim Aufmarschieren. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ein lässiger Sonntagnachmittag war mit den zwei Veranstaltungen, kann ich mir durchaus vorstellen, das auch in Zukunft zu machen. Viele Fragen drehen sich jetzt natürlich auch um die Damen. Wie sieht LAFC den Damenfußball als amerikanischer Verein, wo der Damenfußball viel, viel größer ist als in Europa? Genau, so wie man weiß. Also LAFC hat keine eigene Damenmannschaft, sondern hat eine Damenmannschaft, die sie unterstützen, die also in ihrem Stadion spielen. Hm. Und die haben dort bis zu 15.000 Zuschauer in einem Stadion. Das ist, glaube ich, 22.000 fast. Also das ist praktisch zu drei Viertel voll. Hm. Und das war, also da hat es überhaupt keine Überzeugungsarbeit gebraucht bei Los Angeles, sondern das war für sie vollkommen klar, dass man also den Damenfußball mit sportlich geht. So schaut es ja derzeit aus, in der Bundesliga zu halten. Und auf das arbeiten wir hin. Ja, also wir werden
Wahnsinnsbudget haben, ja, weil das geht nicht einmal. Wir wollen ein Budget, das einmal zumindest nicht nur noch ehrenamtlich, also dass nicht der Aufwand kann abgegolten werden, aber Ziel ist, und ich glaube, Bochel schaffen wir es jetzt und dann werden wir es wirtschaftlich auch hinkriegen mit der Mannschaft dann nächstes Jahr in der österreichischen Bundesliga. Das war die Frage, die Heidi gestellt hat, wenn man jetzt tatsächlich den Klassenerhalt schaffen könnte, ob man wieder, man hat ja alles zurückgefahren, völlig zurückgefahren, ob man nachher, ob es dann wieder professioneller wird bei den Damen. Professionell ist vielleicht zu viel, ja, aber sozusagen also, einfach wieder optimiert, es ist mir einfach viel den budgetären Dingen geschuldet gewesen, weil ich auch immer gesagt habe, wiederhole mich, wir können echt nicht das Geld ausgeben, das wir einnehmen, aber ich glaube, jetzt mit dem Partner haben die Damen eine sehr gute Zukunft. In der Bundesliga. Ja. Gut. Ich habe da noch so ein paar vereinzelte Fragen, die man unter kann ich denn das jetzt laufen lassen? Unter allerlei. Ja, ich habe es mal unter allfälliges, aber es geht schon immer in die gleiche Richtung, weil sich einige Leute, oder tatsächlich relativ viele Leute, gewundert haben, wie offensiv du in der Medienlandschaft immer kämst, im Sinne von, man redet von der Bundesliga, 2027 will man in der Bundesliga sein, aber ich glaube nicht, dass es ein bisschen zu früh ist, wenn man noch nicht einmal klar ist, ob man jetzt in die Regionalliga Tirol kann. Nein, weil ich also erstens gesagt habe, wir wollen jedes Jahr aufsteigen. Ja? Und logischerweise, wenn ich jedes Jahr aufsteige, dann kann sich jeder Journalist zusammenrechnen, was dann im Jahr 2027 ist und wo wir die Partnerschaft mit LAFC besprochen haben, war natürlich das auch ein Thema für Los Angeles, dass man natürlich die Mannschaft, also ich rede jetzt von den Herren, weil die Damen sind wir ja schon, in die Bundesliga führen will. Und ich finde, wir haben immer gesagt, wir sind transparent und ehrlich und das war ja, ich will nicht 3 Jahre jetzt nur nach Meierhofen fahren, sondern ich will eigentlich so schnell wie möglich in die nächste Liga, und das ist dann aber eine wichtige Rechnung, wenn ich jetzt ja aufsteige, ja, dann ist es, glaube ich, ich habe es gar nicht gerechnet, das hat dann das Medium gerechnet, ich glaube, das ist dann das Jahr 2027 und ich finde, das sind Ziele, auf Ziele muss man hinarbeiten und wirklich fleißig sein, ob man es dann erreicht, ist was anderes, aber ich glaube, und ein gewisses Maß an Ehrgeiz muss man im Sport auch haben. Also es wäre jetzt einfach nicht glaube ich, wenn ich sage, wir finden jetzt die Tiroler Liga so super, also am liebsten lassen wir uns da pragmatisieren. Das ist eben einfach nicht. Sondern ich bin da ehrlich und transparent und sage, da wollen wir hin. Ja. Und die Voraussetzungen dafür müssen wir schaffen. Und ich meine, einen sportlichen Erfolg planen kann man eh nie. Aber ich bin da offen und ehrlich. Ich glaube, Wacker gehört dahin. Und je schneller, desto besser, immer unter der Voraussetzung, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen. Also Abenteuer gibt es keins, aber wenn die wirtschaftlichen und budgetären Rahmenbedingungen passen, und so schaut es derzeit einfach aus, dann wollen wir das so schnell wie möglich sozusagen die Ligen nach oben steigen. Transparent und ehrlich war ein Schlagwort, was du gerade gebracht hast. Der Thomas fragt da auch, in der Vergangenheit und auch in der jüngsten Vergangenheit sind so des Öfteren von diversen Journalisten Meldungen in der Zeitung gewesen, die sich nachher, ich sage jetzt einmal, so nicht ganz als Wahrheit entpuppt hat. Will man da in Zukunft als Verein offensiver auftreten und auch mal Gegendarstellungen einerseits einfordern, andererseits selber über die eigenen Kanäle rausfahren? Also ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten ein wenig, es gibt natürlich einen Artikel, der, wo man sich auch wundert, wer die Quelle ist, aber ich glaube, wir leben in einem Land, ja, wo es Redefreiheit gibt, wo es Pressefreiheit gibt. Ja, und das ist ja unbedarft. Ich glaube, das ist eh bei allen unbestritten. Aber natürlich, also wenn jetzt ein kompletter Blödsinn geschrieben wird, dann werden wir es schon mal machen, aber prinzipiell, ich bin gerade Typ, der dauernd irgendwo klagen und ermahnen und so weiter muss. Ich glaube, das muss man in dem Geschäft aushalten. Wir, glaube ich, wissen, ja, was Sache ist, aber man hätte ja auch eigene Informationskanäle, gerade im Social Media Bereich oder im Newsletter Bereich, im Mitgliederbereich, wo man einfach gewisse Dinge klarstellen könnte. Aber ich sehe es immer relativ sportlich. Ich denke mal, wir müssen wirklich eigentlich sehr, sehr interessant sein, weil was über Wacker Innsbruck alles geschrieben wird. Ja. Also, und ich meine, es bestätigen ja auch viele Medien sozusagen, wenn sie über Wacker Innsbruck berichten. Also ich glaube,
war ein Medium, wo es über die Partnerschaft gegangen ist mit Big Angel. Ich glaube, das war einer der meistgeklicktesten Artikel der letzten Jahre. Also offenbar bewegt ja Wacker. Und ich sage, am schlimmsten ist, wenn die Leute nicht mehr über die reden, weil dann gibt es die nicht mehr. Also solange über Wacker geht, gibt es uns. Und wir müssen nur intern wissen, dass es uns gut geht und was von außen hereingetragen wird. Da bin ich jetzt lange im Geschäft. Also das interessiert mich genauso, wie wenn ich in China Radl umfahre. Ich habe noch, sorry dafür, bevor wir zum Ende kommen, eine Frage, weil ich jetzt alle nochmal durchgegangen bin, eine Frage vom Andreas habe ich übersehen davor. Der wollte wissen, wie tief geht denn eigentlich die Partnerschaft mit dem LAFC? Jetzt sind die zum Beispiel, die haben Adidas als Ausrüster, also laufen wir dann ein, Adidas auf, ob werden wir die gleichen Sponsoren haben oder ähnliche, oder wie soll das aussehen? Also im Sponsorenbereich werden wir sicher schauen, ob es irgendwo Überschneidungen gibt, weil da werden wir ja nicht gut beraten, wenn ein Sponsor kommt und bei Wacker einsteigen will, und auch wenn das jetzt über Zutun von der Sendung kommt, natürlich werden wir da die Köpfe zusammenstecken. Was jetzt den Ausrüstervertrag betrifft, also das ist jetzt der LFC wieder egal. Dort spielt ja das von Adidas, weil da die ganze Liga mit Adidas ausgestattet wird. Also das ist praktisch ein Liga Ausrüster. Aber das ist ihnen eigentlich, da mischen sie sich nicht ein. Also ich freue mich, wenn sie den einen oder anderen Sponsor bringen würden. Aber wie gesagt, also das machen wir schon selber. Und da lassen sie uns auch merken, also das kommt nie irgendwie eigentlich oder zu viel Hoppla, jetzt muss irgendwie, sondern also das ist wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe und so soll es auch sein. Also natürlich berichten wir, was los ist, natürlich interessiert es ja auch, wie man in Meierhofer spielt, ja, den ganzen Verein, da drüben interessiert das natürlich, und das ist auch gut so, so soll ja eine Partnerschaft aussehen, wie gratuliere ich auch, sonst da in der Kronkraft Champions League Finale erreicht, dann schicken wir eine Anmeldung, wieder rufen an, super gemacht, ja, und dann wenn wir im Boot kommen, ja, scheint auch eine coole Sache. Nicht? Wir haben gerade bei Sponsoren sein, weil das natürlich jeden immer interessiert. Wie ist die aktuelle Lage bei uns? Ich meine, das ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, sponsorentechnisch könnte man nur nachlegen, es wäre nur viel Platz. Wie schaut das aus? Es gibt in allen Bereichen Optimierungsbedarf. Ich habe es zuerst kurz angeteasert. Also ich merke einfach so, ich war heute gerade am Vormittag wieder bei einer Firma unterwegs, wo wir was abgeschlossen haben. Also ich merke schon, es war so ein bisschen so die Angst, glaube ich, da, naja, überlebt der Verein, ja, nein, aber mittlerweile, glaube ich, ohne dass man es groß erklären muss, haben wir so viele, sehen viele, dass das jetzt einfach auf soliden Beinen steht. Und wie gesagt, merkt es auch in Sponsoranfragen, also oft nicht nur, dass du fragst, sondern dass du wirklich eine E-Mail oder einen Anruf reinkommst und sagst, wir haben vor 4, 5, 6, 7 Jahren mal was gemacht, wir wären wieder dabei, also das merke ich schon, dass es da wieder ein Zug drinnen ist. Und natürlich, ich meine, Sponsoren sind immer willkommen, und natürlich habe ich da auch meine Ziele, dass wir das natürlich optimieren, aber das geht eigentlich jetzt erst dann seit der Generalversammlung, weil man dann einfach weiß, okay, oder eigentlich einen Tag später oder 10 Tage später, wo halt der Brief dann offiziell da war, dass also das alles erledigt ist. Ja, okay. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt wirklich alles haben. Hannes, ich bedanke mich nochmal für die Zeit. Vielen Dank. Ich sage danke, und ich hoffe, wir machen noch eins, wo wir dann, weiß ich, in der Tabelle bei den Herren unter die ersten 5 sind und bei den Damen das auch so weitergeht, weil ich meine, am Ende vom Tag geht es eigentlich um Fußball und nicht andere. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir das so am Monat ungefähr machen. Also es wird sich dann. Ich sage nochmal danke fürs Interesse und alles Gute und bis beim nächsten Herren am Juli. Danke. Ich bedanke mich bei euch, bei allen Zuseherinnen und Zuschauern. Ich hoffe, ihr habt wirklich alle Fragen gestellt. Falls nicht, stellt euch weiterhin eure Fragen an frog@juli12.at. Bis zum nächsten Mal.